Wir haben hier locker einen 20 Jahre alten Airbag. Ready? Ja. Ganz sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Scheiße. Oh mein Gott. Ah, der war geil. Komm. Bei Kfz Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Rosti 500. Rosti nennen wir den, ne? Ja. Schrotti, Rosti, jetzt haben wir noch OP. OP. Wir haben hier noch den CL 500, ne? Ja, genau. Der hat ja ein viel schöneres Lenkrad. Wir haben hier 390.000 gelaufen und achte mal das Lenkrad hier, bitte. Also, ich erkläre euch jetzt nicht, wie man ein Airbag ausbaut. Solltet ihr sowieso nicht. Ihr braucht einen Airbag-Schein. Ja, ich habe einen Airbag-Schein. Bevor wir überhaupt was machen, Batterie abklemmen. Sehr, sehr wichtig. Weil Airbag ist immer so eine Sache, da solltet ihr auch nicht rangehen. Deswegen eine Stunde Batterie abklemmen und wir chillen eine Stunde. Oder nee, wir holen den anderen raus so lange. Ja, ja? Können wir machen. Ja, gut. So, Batterie ist abgeklemmt. Auf die Uhr schauen. So, eine Stunde später bauen wir einmal Airbag ab. So lange machen wir das andere. Komm, stellt das erstmal schön ein. Lenkrad schön zu euch, Kopfring. Und danach die Batterie abklemmen. Silvester gab es nicht. Sollen wir mal ein Airbag in die Luft jagen? Meinst du? Warum nicht? Ist das nicht Boah, ich gefährlich? Hab voll Bock drauf. Natürlich ist das gefährlich. Aber ich habe Airbag-Schein. Darf ich das überhaupt, wenn ich Airbag-Schein habe? Gibt es wirklich einen Airbag-Schein? Natürlich gibt es einen Airbag-Schein. Ich kenne mich damit nicht aus, keine Ahnung. Kann ich dir gleich zeigen, habe ich sogar nur drin. Muss man mal zeigen, wirklich. Ja, zeige ich dir gleich. Habe ich noch bei Teschau gemacht. Schöne Grüße an Teschau, Dortmund, Hartwegskammer. Schöne Grüße an Teschau. Wenn Herr Teschau das sieht, wird er bestimmt sagen, warum habe ich ihm nur einen Airbag-Schein gegeben? Wir haben folgende Probleme gehabt hier gerade mit der Schraube hier. Guck dir mal bitte die Schraube an. Guck dir das an. Der war total durchgedreht. Und ich konnte den hier nicht rausholen, die Schraube. Achtung mal hier. Alles kaputt. Das heißt, von der S-Klasse nehmen wir den Innenleben hier. Kriegen wir ausgebaut und dann bauen wir das einmal. Hier, das meinte ich mit Holz. Sieht doch, das viel, sieht schöner. Doch viel schöner ja. aus. Feste Schrauben. Okay, guck mal. Achte mal. Alter. Total locker, ne? Total locker. Darf eigentlich auch nicht sein, oder? Natürlich nicht, hallo? Ach du Heilige. Hey, wer die Reihe gesehen hat, weiß ja, Airbag war nicht angeschlossen. Ne, der war einfach so, war einfach draußen. Stecker waren draußen. Guck mal. Einfach so. Das war's. Fertig. Hier haben wir. Und das müssen wir einmal umbauen, das Ganze. Das geht aber, oder? Dann kann man das andere vom anderen nehmen, oder? Ja, werden wir sehen. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber werden wir sehen. Ne, wenn wir hier das Ganze in die Luft jagen möchten, brauchen wir auf jeden Fall diesen Stecker gleich. In die Luft jagen? Ja, das machen wir gleich. Aber krass, ne? Einfach ab. Voll lose. Voll lose, einfach so. Geil. Siehst du das Innenleben? Hier sieht alles hübsch aus und hier, ja, beim CL habe ich es auch nicht anders erwartet. Da war ja fast alles kaputt an dem Auto. Ja, ja. Mopserei hoch 10 gewesen. Ja. Jetzt müssen wir das hier einbauen. Und das passt aber auf jeden Fall, oder? Die sieht eigentlich gleich aus. Vielleicht minimal, ne? So. Haben wir die ganzen Dinger jetzt ab. Nee, passt. Jo. Passt. Geil. Super. Aber wusste ich jetzt auch nicht, aber geil. Aber das ist doch viel edler aus. Irgendwie sieht der größer aus. Ja, soll er doch. Ist mir egal, ob es so wollt. Guck doch noch. Das Geile ist, Alter, guck mal hier. Okay. Das passt. Ah ja, gut, der ist dunkler. Dunkel, aber ich glaube, da trotzdem. Guckt schon keiner hin. So. Das sieht schon edler aus. So ist richtig. Lockt halt wieder drauf, ne? Bevor ihr das einbaut. Eidosch! Ist wieder Batterie dran, oder? Ja, ich mache jetzt die Batterie wieder rein. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch wieder funktioniert. Es kann sein, dass die Airbag-Leuchte brennt. Muss aber nicht, weil wir die Batterie abgeklemmt haben. Aha.
passt zu meinem Traum. Ich finde, es passt zu meinem Traum. Auf jeden Fall. Das sieht viel hübscher aus. Wir lassen den so. Lenkrad haben wir gemacht. Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Den Airbag in die Luft hier. Ach du meine Güte, da habe ich Angst. Brauchst du nicht. Ich hole mir jetzt jede Menge Kabel, hole mir links Verlängerung und dann jagen wir diesen Airbag mal hoch. Mal gucken, ob der Airbag überhaupt funktioniert. Verrückt. Ach. Verrückt. Das wird geil. Unser Sprengstoffexperte hier. Ja. Wir müssen hier Airbag professionell entsorgen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe es dahingestellt. Aydan wollte unbedingt mal sehen, wie das ist, wenn ein Airbag platzt. Oh. Wir werden ihn jetzt einmal zum Platzen bringen und danach natürlich entsorgen. So einfach. Muss man die platzen lassen, bevor man die entsorgt? Kann man eigentlich machen, ja. Sollte man kann man? Es machen. Man kann. Man darf das nicht so entsorgen, ne? Du so darfst darf das. Man. Nein, das so ist Sprengstoff. Ja wie geladene. Nein, ja. Du darfst das nicht irgendwie im Schrott oder so abgeben. Boah, ne? Du kannst das zum Schrottplatz bringen, ja. Aber du darfst das nicht so irgendwie wegschmeißen oder so. Nein, das darfst du auf jeden Fall nicht. So, wir haben das Ganze hier, wir haben das natürlich professionell einmal hier verlängert, das Ganze. Ding hier mit der ganzen Verkabelung. Nein, kommst du hin? So. Halt euch. Und, Bibi, wo ist das Knopf? Da ist der Knopf. Ja. Stinkt ja auch fürchterlich. Boah. Krass, ne? Boah, ey, wie man Silvester, ne? Draußen, wenn man steht. So stinkt das. Aber jetzt ist, das ist aber krass. Stell Ach, mal vor, Scheiße. Das hast du im Auto. Oh. Ne? Macht der auch so viel Krach im Auto? Also, zum Glück ist mir noch nie Airbag geplatzt. Ich weiß es ich will nicht, nie aber einen Unfall ich glaube bauen. Ja. Ich will nie einen Unfall ne? bauen. Es ist ja nichts anderes. Aber wir haben noch einen Airbag. Den muss ich auch noch entsorgen. Den machen wir auch noch ganz schnell. Jetzt? Ja. Ach du meine Güte, zwei Explosive. Also wir haben explosive Sachen im Auto. Direkt vor deinem Gesicht, wenn du fährst. Achte mal. Ach du Scheiße. Jetzt stell mal vor, das Ding platzt und alles ist gut, dann brennt das Auto auf einmal. Oh, hör auf. Hammer, ne? Boah, ne. Ganz sicher? Also wir haben hier eine 20 Jahre alten Airbag. Okay, Ayosh, ready? Ja. Ganz sicher? Ganz sicher? Oh mein Gott! 20 Jahre alten Airbag. Okay, Ayosh, ready? Ja. Ganz sicher? Ja. Ganz sicher? Das war's eigentlich. Wir haben einmal Lenkrad eingebaut und ja, natürlich fachgerecht haben wir Airbags platzen lassen und jetzt werden wir den ganz normalen Schrott werfen. Das war's. Ja. Wie gesagt, Finger weg von Airbag, echt nur Leute, die Airbag-Scheine haben. Macht sowas auf jeden Fall nicht nach. Stell mal vor, du fährst und das Ding platzt so dir ins Gesicht. Ja, du hast ja gesehen. Jetzt stell mal vor, du hast da einen Kabelbruch. Das Knallen ist ja das Schlimme eigentlich. Und der Geruch. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und frohes Neues.